Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde der Heinrich-Böll-Stiftung, liebe Gäste. Summer in the City und die Heinrich-Böll-Stiftung ist voll. Das freut uns sehr. Herzlich willkommen hier bei uns zu einem, glaube ich, auch sehr speziellen Abend. Lassen Sie mich mit mir unseren Special Guest begrüßen, Tim Jackson, der Autor des Buches Wohlstand ohne Wachstum. Tim, it's great having you here. Thank you very much. Vielen Dank. Brauche ich vielleicht jetzt nicht ausführlich vorstellen, weil das tut er ja dann ohnehin gleich über seine inhaltliche Präsentation. Tim Jackson ist Professor für nachhaltige Entwicklung an der Universität in Surrey in England und Direktor des Centers for Understanding Sustainable Prosperity. 7 Jahre lang hat Tim Jackson vor allem in den Nullerjahren für die Kommission für nachhaltige Entwicklung in Großbritannien gearbeitet. Die Arbeit dieser Kommission ist dann nicht 1:1, aber doch stark in das erste Buch Prosperity Without Growth eingeflossen, das 2009 erschienen ist. Das sind also satte 8 Jahre. Wir als Heinrich-Böll-Stiftung haben uns nach der englischen Erscheinung dann relativ schnell dazu entschieden, dieses wunderbare Buch in Deutsch zu übersetzen. Es heißt Wohlstand ohne Wachstum. Und ich muss Ihnen sagen, es war und ist bis heute das meistverkaufte Buch, das wir als Heinrich-Böll-Stiftung beim Ökom Verlag herausgegeben haben, mit mehreren Auflagen. Das ist wunderbar, dass wir diese Resonanz hatten. Aber nicht nur hier in Deutschland, auch weltweit hat das Buch von Tim Jackson, Prosperity Without Growth, eine Riesenreaktion ausgelöst. Es ist in mehrere Sprachen übersetzt worden. Und der Grund dafür ist, glaube ich, ganz einfach. Tim Jackson hat mit diesem Buch einen Nerv getroffen. Einen Nerv für all diejenigen Menschen, und da denke ich, gehören Sie alle hier dazu, die spätestens mit und seit der Finanzkrise 2008, aber auch mit der wachsenden Ungleichheit in der Welt, mit dem Klimawandel, mit dem Ressourcenschwund, den wir ja erleben, buchstäblich und täglich, nicht nur vor unserer Haustür, vor allem aber im globalen Süden, die nachdenken und ins Zweifeln gekommen sind, ob unser Wirtschaftsmodell, die Art und Weise, wie wir produzieren und konsumieren, überhaupt noch zukunftsfähig ist oder manche sagen enkeltauglich. Dieses Buch, Prosperity Without Growth oder Wohlstand ohne Wachstum, hat sich eben dieser Thematik angenommen und, glaube ich, als eines der wenigen sich auch substanziell Gedanken darüber gemacht, wie wir denn Wohlstand ohne Wachstum, das ist ja nicht trivial, Wohlstand ohne Wachstum erreichen können. Tim Jackson hat die riesige und weltweite Reaktion auf sein Buch zum Anlass genommen, ein Update zu schreiben. Also nicht einfach eine aktualisierte und überarbeitete Auflage, sondern eine grundsätzliche Überarbeitung. Eine Überarbeitung, die schon auch aktualisierte Daten beinhaltet und aufgreift, aber eben auch neu und weiterdenkt, wie wir Wohlstand ohne Wachstum erreichen können. Ich werde gleich in einem circa halbstündigen Dialog mit Tim Jackson versuchen, die wesentlichen Aspekte des Buches vorzustellen. Das geht über Fragen. Und im Anschluss daran möchte ich natürlich dann ganz, ganz herzlich unseren zweiten Gast des Abends, Andreas Novi aus Österreich, aus Wien, auf die Bühne bitten. Ich werde dich, Andreas, gleich ausführlich vorstellen. Und wir werden dann erstmal hier auf diesen Sesseln zu dritt ins Gespräch kommen und dann später natürlich auch Sie, mein liebes Publikum, einbeziehen in die Debatte. Sie sehen, dass eine, die lange angekündigt war, fehlt. Es ist Sunita Narain aus New Delhi vom Center for Science and Environment, auch eine Partnerin der Heinrich-Böll-Stiftung. Sunita hat sich riesig gefreut auf die Debatte hier mit Tim Jackson, mit Andreas Novi,
Sie wäre auch diejenige gewesen, die nochmal aus einer Südperspektive, aus einer indischen Perspektive ihre Sicht der Dinge hier hätte einbringen wollen. Wie perzipiert sie denn die Debatte um Wachstum oder auch um Wohlstand aus Indien heraus? Sunita Narain hat uns letzte Woche abgesagt, weil ihre Organisation Center for Science and Environment gegenüber der indischen Regierung eine Klage eingereicht hat gegenüber Petcoke. Und diese Klage wird genau heute und morgen verhandelt vor dem Supreme Court. Sie konnte deswegen wirklich leider nicht kommen. Ich denke, und ich habe das auch schon getan, es ist wunderbar, dass es weltweit Organisationen wie das Center for Science and Environment gibt, die den Mut haben und es wagen, auch gegen Großkonzerne für ihre Wasser- und Umweltverschmutzung Klage zu erheben. Wir wünschen hier von hier aus, Sunita, alles Gute für diese Klage, weil wir ja auch erleben, dass eine Strategie von vielen zivilgesellschaftlichen Organisationen mittlerweile geworden ist, auch bei uns in Deutschland mit der Deutschen Umwelthilfe, Konzerne zu verklagen, damit endlich Umweltzerstörung, Umweltverschmutzung, Luftverschmutzung aufhört. Wir wünschen ihr ganz, ganz viel Erfolg dafür. So, und ich habe jetzt das Vergnügen, in das Gespräch mit Tim einzusteigen. Ich sagte Ihnen schon, es sollte möglichst dialogisch laufen. Was hier gleich passiert auf dem Screen ist, dass wir uns aus der deutschen Ausgabe 4 Zitate herausgesucht haben, die wir für besonders wichtig halten, um den Inhalt des Buches zu verstehen. Tim kennt natürlich die Zitate, die wir ausgesucht haben, und darum herum werden auch dann unsere Fragen gruppiert sein. Wie ich es schon gesagt habe, war die Veröffentlichung des Buches 2009 ein Meilenstein in der Debatte um Nachhaltigkeit, um Zukunftsfähigkeit. Dieses Buch hat auf sehr grundlegende Art und Weise diese ewige alte Antwort der Ökonomen, wie wollen wir leben, wie wollen wir wirtschaften, wie gehen wir mit den Krisen um, ist die ewige Antwort exponentielles Wachstum. Und genau dieses Buch nimmt dieses exponentielle Wachstum, diesen Zwang zum Wachsen unter die Lupe. Dieses Buch hat provoziert, sicherlich, und da wird Tim drüber berichten, auch die Mainstream-Ökonomen, mal gucken, wie viele davon. Auf jeden Fall möchte ich einsteigen mit der Frage, Tim, was hat dich motiviert und getrieben, das Update zu Wohlstand ohne Wachstum zu schreiben? Und was ist neu an dem Update? Was ist updated? Sie staunen, er kann ganz gut Deutsch. Aber er wird jetzt erstmal Englisch antworten. Vielen Dank für die Einladung. Erstmal, es ist ganz, ganz besonders, hier in Berlin zu sein. Es freut mich sehr, mit Ihnen über Wohlstand ohne Wachstum zu reden. I'll continue in English. Was könnte mich wohl motiviert haben, das neu zu schreiben, was ich schon mal gemacht hatte? Begonnen habe ich eigentlich mit der Idee, dass es nun 6-7 Jahre nach der Krise ist, 8-9 Jahre nachdem ich angefangen habe, an meinem ersten Buch zu schreiben. Wir hatten ein neues Verständnis in der Zeit entwickelt, wie wir wirtschaftlich aufgestellt sind. Und ich habe gedacht, ich kann das Ganze natürlich machen, was ich genauso wie vorher, und nur die Grafiken und Zahlen aktualisieren. Ich habe 7 oder 8 Jahre lang darüber gesprochen. Und ich habe gesagt, was könnte ich eigentlich heute wissen, was ich damals noch nicht gewusst habe. Als ich dann angefangen habe mit dem Schreiben, passierte was Komisches. Mir ist klar geworden, wie viel sich doch bewegt hat. Und ich habe natürlich häufig gesprochen in
öffentlichen Veranstaltungen, hatte viele Gespräche und ich habe festgestellt, dass meine Argumente, die ich vorher so ein bisschen schwammig ausgeführt hatte, sich kristallisiert hatten. Das Buch war ja etwas, was ich nicht unbedingt gedacht hatte für ein breites Publikum, sondern als Bericht für meine Regierung. Und ich habe das nie so geschrieben, dass es für ein breites Publikum geeignet wäre. Und als ich dann angefangen habe, am Update zu arbeiten, habe ich mich noch mal auf den Prüfstand gestellt hinsichtlich meiner Argumentation. Und ich habe auch daran gedacht, das nun etwas anders zu schreiben, eben um das breitere Publikum anzusprechen. Also ich habe die Grafiken natürlich aktualisiert, ein paar neue dazu gesetzt. Und ich muss natürlich auch sicherstellen, dass die Zahlen und Fakten stimmen. Aber was ich besonders wollte, ist über den Titel des Buches hinausgehen. Und das ist nämlich ein Problem mit einem Buch, das so bekannt wird. Viele Leute kennen nur den Titel. Ah, Tim Jackson, der redet über Wohlstand ohne Wachstum. Ja, wir wissen ja alles schon über ihn. Aber das hat das Buch ja nicht allein gemacht. Das hat nämlich auch versucht, dieses Buch, die Debatte zu situieren, zu zeigen, dass es um ein Dilemma geht, in dem die Unternehmen, die Regierung, die Menschen alle involviert sind. Und wer die erste Ausgabe gelesen hat, der hat es auch verstanden. Aber ich habe immer wieder festgestellt, dass die Leute nicht immer erkannt haben, dass ich hier Vorschläge mache, spezifische Vorschläge hinsichtlich der Wirtschaft. Bei der zweiten Ausgabe, bei dem neuen Buch sozusagen, war mir schon viel klarer, wie meine Vorschläge aussehen, ganz klar, was ich meine. Und diese Aktualisierung ist daher eben noch einmal eine Aktualisierung meiner Ausführungen zu den Wegen aus der Krise und aus dem Dilemma heraus. Und ich habe hier mich noch einmal bezogen auf die Grundlage, die ich für nötig halte für eine Wirtschaft von morgen. Des ersten Buches war, dass es zu sehr auf uns im Norden ausgerichtet ist, zu wenig im Süden. Was davon hast du neu im Buch aufgenommen? I think that was a, to be honest, I think that was a, an unfair. Um ehrlich zu sein, denke ich, das war eine unfaire Kritik des ersten Buches, weil ganz von Anfang an war ich absolut klar hinsichtlich der Beziehung zwischen den materiellen Bedingungen, den wirtschaftlichen Bedingungen in den schwächsten, ärmsten Wirtschaften der Welt und der Frage des Wohlstandes. In diesen armen Ländern hängt Wohlstand tatsächlich von einer Verbesserung materieller Zustände. Da muss man bessere Gesundheitsversorgung haben, bessere Bildung, bessere Wohnungswirtschaft und Politik. Energie und sicheres Wasser und alle diese Dinge hängen natürlich ein klein wenig auch von einer Wirtschaft ab, die die materiellen Grundlagen sicherstellen kann. Und ich habe mich klar ausgedrückt. Ich habe nicht argumentiert gegen ein Wirtschaftswachstum in den ärmsten Ländern. In der ersten Ausgabe meines Buches habe ich deutlich gezeigt, dass dann, wenn das Pro-Kopf-Einkommen auf 10.000, 15.000 Dollar wächst, man die besten Wohlstandszugewinne bekommt. Man bekommt mehr Bildungschancen, stärkere Lebenserwartung und eine deutlich reduzierte Kindersterblichkeit. Kinder leben länger in ärmeren Ländern, wenn wir dort Wachstum gewährleisten und bessere materielle Bedellung. Da gibt es überhaupt keine Unklarheit. Und das hat sich auch nicht geändert in meiner Auffassung zwischen Ausgabe 1 und Ausgabe 2, sondern mir ist noch ganz klar geworden, dass das Argumente sind, die auch darauf hinweisen, dass die ausgebauten, entwickelten Wirtschaften hier eine Verantwortung haben, Wohlstand dort zu gewährleisten, wo es gebraucht wird. Sondern auch das Buch lesen ist ja ein Kernwort, ist Wohlstand. Und ich glaube, dass es gut wäre, wenn du uns noch einmal definierst, was denn Wohlstand für dich ist. Erstens und dann wieder, ist Wohlstand nicht ganz unterschiedlich konnotiert und interpretiert und definiert in ganz unterschiedlichen sozialen, kulturellen Kontexten? Wie gehst du damit um? It's the foundation. Das ist die Grundlage für die Arbeit. Was ist Wohlstand?
Und es war, als ich angefangen habe, dieses Buch zu schreiben, die erste Untersuchung, die ich gemacht habe. Ich habe mich hingesetzt und versucht zu verstehen, wie verstehen die Menschen Wohlstand? Was denken sie darüber? Und da bin ich sogar in die Literatur zurückgegangen der 70er Jahre. Da gab es Literatur über das Gegenteil von Wohlstand, nämlich Armut. Und da kamen in den 70er Jahren Ideen auf, wo man gesagt hat, Armut ist nur zum Teil etwas, was mit den materiellen Lebensbedingungen zu tun hat. Es geht auch ganz kritisch um die sozialen, psychologischen Lebensbedingungen. Es geht um unsere Fähigkeit, uns in die Gesellschaft einzubringen. Es geht um unsere Zweckbestimmung, unsere Möglichkeit, in Kontakt zu sein mit den Menschen um uns herum. Es geht um unsere Hoffnung, unsere Identität. Das heißt, es geht um ein ganz breites Spektrum von Ideen zu sozialem Fortschritt, sich entfalten zu können, ein gutes Leben zu führen. Und der Unterschied zwischen den alten Ideen und den Ideen, die ich nahe bringen wollte, war, dass ich in das Zentrum die Frage des sich Verwirklichens, sich Wohlfühlens, sich gut Lebens innerhalb der begrenzten Ressourcen des Planeten aussagen wollte. Es geht um ein besseres Leben, wo man weniger konsumiert, mehr Spaß hat mit weniger Sachen, Wohlstand ohne Wachstum eben. Das wird dann die Debatte auch mit Andreas Novi sein. Ein gutes Leben für alle. Kannst du damit was anfangen? Absolutely. It is a very similar thing. We have. Ja, absolut ist das richtig. Wir haben Bewegungen, zum Beispiel in Großbritannien, die heißen Action for Happiness, Aktion für Glück. Das heißt, da wird untersucht, was bedeutet Glück für uns? Wie bekommen wir Glück? Was bedeutet es, ein gutes Leben zu führen? Das ist eine der ältesten Debatten unter der Sonne. Und diese Debatte ist heute gerade zur wichtigsten Debatte geworden, weil wir stehen an dem Punkt, wo wir einfach keine Fehler mehr machen können. Wir können keine Version des guten Lebens aufrecht erhalten, wo wir sagen, ey, wir könnt alle Milliardäre sein und eines Tages kommt ihr auch ins White House. Als Vision für 10 Milliarden Menschen auf dem Planeten ist das nicht ausreichend. Wir müssen etwas tun, was besser ist, eine realistische Vision für ein besseres Leben entwickeln. Ein altes Thema der Menschheit überhaupt ist, für ein gutes Leben für alle zu sorgen, ganz unabhängig von welcher Wirtschafts- oder Gesellschaftsform. Weil ohne ein Leben ohne Not, ohne Armut, ohne Krieg zum Beispiel, denke ich, ist dem Menschen ja ganz innewohnend, dass er danach sucht. Wann in der Geschichte, in der gesellschaftspolitischen und Wirtschaftsgeschichte, ist denn eigentlich die Denke passiert, dass Wohlstand vor allem mehr Konsum bedeutet? Du beschreibst ja im Buch wunderbar auch das Käfig des Konsumismus. Was ist da passiert? I think for me, I mean, just to speak. Also, ich möchte zunächst einmal über den sozialen Kontext sprechen und kulturellen Kontext. Ich denke, dass das interessant ist, dass die Idee, dass Wohlstand einfach über materielle Dinge stattfindet, ist hauptsächlich eine westliche Vorstellung. Und natürlich wollen auch ärmere Länder wachsen. Eine der größten Überraschungen für mich war es zu sehen, dass Länder wie Ecuador beispielsweise, die 2008, also zu der Zeit, wo ich das Buch geschrieben habe, auch ein Konzept entwickelt haben, wie können wir gut leben. Und das haben sie auch in die Verfassung eingetragen. Und es gab ein Treffen bei den Vereinten Nationen, wo hier darüber gesprochen wurde, also sie haben ja kein Interesse an Wachstum ohne Wohlstand, oder? Nur Wohlstand ohne Wachstum. Und natürlich, wenn Wachstum bedeutet, dass alles in westliche Werte umgeformt wird, dass alles nur noch Konsum ist, dass wir den Planeten unterminieren, dann vielen Dank, dann machen wir das ohne das. Wir wollen etwas haben, was
bedeutet gutes Leben. Also wir wollen gut leben. Und das ist etwas, was mich wirklich überrascht hat. Diese kulturelle Idee, dass man gut leben möchte, ist nicht unbedingt westlich, sondern die westliche Idee ist eher, dass man das komplett über Konsumgüter bewerkstelligt. Das ist die westliche Vision. Woher kommt das eigentlich? Fußt das in der auf der Realität? Gibt es da Wurzeln? Natürlich. Also vor 100 Jahren, vor 200 Jahren war es so, dass wir gemäß unserer eigenen Standards arm waren. Unsere Großeltern, unsere Urgroßeltern hätten sich den Wohlstand, den wir heute erreicht haben, und den materiellen Wohlstand, den wir jetzt sehen, nicht vorstellen können. Und das führt natürlich auch zu positiven Dingen, zu einer verlängerten Lebenserwartung, zu einer besseren Gesundheitsversorgung. Wir haben mehr Wahlmöglichkeiten und natürlich unterstützt das bis zu einem gewissen Grad auch die Demokratie und auch die Möglichkeit, einen politischen Konsens um Ideen herum, wie den den sozialen Fortschritt zu gestalten. Also Wachstum führt zu positiven Dingen. Und das ist die Grundlage, auf der wir heute fußen. Aber das Kritische dabei ist, dass man auch die Frage stellen muss, ist das immer noch ein nachhaltiges Modell? Funktioniert das immer noch? Oder hängen wir einfach nur der Idee an, dieser Idee des materiellen Fortschritts, dass wir einfach nicht mehr davon loskommen, auch wenn wir das wollen? Und das ist eigentlich die Herausforderung, wo wir uns gegenwärtig befinden. Es geht nicht darum, den Fortschritt zu dämonisieren, der in der Vergangenheit erreicht wurde, sondern uns zu fragen, was kommt als nächstes, was den sozialen Fortschritt angeht. In deinem Buch ist, dass du sagst, wir stecken in einem Wachstumsdilemma. Hat ja viel mit dem zu tun, was du gerade gesagt hast. Die Akzeptanz des Modells ist ja durchaus da. Was ist denn das Wachstumsdilemma? Erste Frage. Und dann natürlich, wie kommen wir denn raus aus diesem Dilemma? Ja, the first question. Nun, die erste Frage ist etwas einfacher als die zweite. Die erste Frage ist ziemlich einfach. Was ist das Dilemma? Also so wie ich das formuliere, ist es so, der Wachstum, den wir bisher hatten, hat einen Punkt erreicht, wo er nicht mehr nachhaltig ist, wo es nicht mehr möglich ist zu denken, dass wir weiter wachsen können, ohne dass es Probleme gibt. Also hier gibt es quasi zwei Seiten. Also wie gesagt, das Wachstum ist nicht nachhaltig. Und zu einem sehr frühen Zeitpunkt, weil ich ja für eine Regierungskommission gearbeitet habe, wurde ich damit konfrontiert, welche Ängste die Politiker haben. Also wenn man nur Fragen stellt in Bezug auf Wachstum, denn wenn das Wachstum schwindet in den Volkswirtschaften, in denen wir leben, dann verlieren die Menschen ihre Arbeitsplätze, die Firmen verlieren Aufträge, Regierungen werden dann, wenn sie darauf nicht richtig reagieren, bald keinen Job mehr haben, also werden abgewählt werden. Und das sind also Fragen, die ungemütlich sind. Und in dieser Situation können natürlich auch schlechte Dinge sehen. Das haben wir auch teilweise zumindest beim Zusammenbruch der Sowjetunion erlebt. Also die Lebenserwartung unter Männern fällt seit fast einem Jahrzehnt in Griechenland. Kürzlich haben wir das Gleiche erlebt. Also wenn man in einer Wachstumsgesellschaft lebt und dann in die Degrowth Richtung geht, also entgegen dem Wachstum, dann ist das der Bereich Degrowth, das Endwachstum, ist auch nicht nachhaltig und nicht stabil. Das ist instabil. Und das ist dann auch ein Dilemma. Also, und damit komme ich dann auch zu Ihrer zweiten Frage. Also natürlich geht es im gesamten Buch und bitte nehmen Sie sich auch ein wenig Zeit, sich anzuschauen, was ich dort sage. Natürlich kann man das Ganze logisch angehen. Also es gibt ein Dilemma, Wachstum ist nicht nachhaltig und das Gegenteil ist instabil. Und natürlich hat man dann grundsätzlich drei Möglichkeiten. Das erste ist, sich einfach irgendwo zu verstecken. Also wenn die Dinge schlecht werden, dann ist es oft so, dass die Menschen sich einfach davor verstecken wollen. Das ist allerdings sicherlich keine gute Entscheidung. Das zweite ist, dass man das Wachstum wirklich nachhaltig gestaltet, dass man einfach das Dilemma ablehnt und sagt, nein, es kann auch grünes Wachstum geben, kluges Wachstum geben, sauberes Wachstum, nachhaltiges Wachstum. Wir können das Wachstum wirklich nachhaltig gestalten in der einen oder anderen Form. Das ist die erste Möglichkeit. Und die zweite Option ist, dass dieses Schrumpfen, also dieses entgegen dem Wachstum, oder diese
Wachstumsvolkswirtschaft vielleicht auch einen gewissen Sinn ergibt. Also vielleicht können wir uns dann eine andere Volkswirtschaft vorstellen und die Dinge anders gestalten. Und das ist auch der Fokus der Strategie, die ich hier im Update sozusagen in dem neuen Buch beschreibe. Also es ist eine andere Form der Volkswirtschaft, die ich beschreibe. Und wenn wir uns die Grundlagen der Volkswirtschaft systematisch anschauen, dann können wir dieses Dilemma wirklich durchbrechen. Später dann auch nochmal in der Diskussion mit Andreas Novi natürlich besonders auch das Instabile, ne, nochmal adressieren, weil ich denke, gerade die soziale Dimension, wenn wir schrumpfen oder weniger wachsen, ist ja, glaube ich, das Hauptthema, mit dem wir uns konzeptionell, intellektuell, gesellschaftspolitisch beschäftigen müssen, weil destabile oder instabile Gesellschaften, dann müssen wir auch über die politischen Wirkungen von instabilen Gesellschaften reden. Was macht es mit den Menschen? Was macht es mit der Politik? Instabile Gesellschaften haben die Tendenz, auch noch stärker politisch rechts zu werden und so weiter. Das werden wir dann in der Debatte später erörtern. Eine wichtige Frage. Ja, kommen wir gleich drauf. Jetzt geht es ja noch mal ein bisschen darum, so durch das Buch zu scrollen. Du hast es schon angesprochen, eine Antwort auf unser Wachstum ist nicht nachhaltig ist, Wachstum kann grün gemacht werden und eine Antwort dabei ist Effizienz und Entkoppelung von Wirtschaftswachstum am Ressourcenverbrauch oder vom Ressourcenverbrauch. Decoupling ist das Stichwort. Kannst du uns das auch noch mal beschreiben? Schaffen wir es, in den planetaren Grenzen zu bleiben, unter 2 Grad Paris Agreement, ausschließlich mit Entkoppelung? Yeah, in a way that was. Ja, in gewisser Weise war das auch die Frage, die ich beantworten musste, bevor ich zum zweiten Teil des Dilemmas kam. Also können wir Wachstum wirklich durch Technologie nachhaltig gestalten? Und wenn nicht, warum nicht? Also es ist, oder meine Antwort auf diese Frage ist nicht sehr einfach. Also es gibt keine einfache Ja- oder Nein-Antwort darauf, was Technologie erreichen kann oder die positiven Dinge, die Technologie erreichen kann. Also Technologie, die zu einem niedrigen CO2-Ausstoß führt, kann das dazu führen, dass wir immer weitermachen können, so wie wir das wollen. Also es ist ziemlich interessant zu entdecken, dass es solche Technologien bereits gibt, also Solartechnologien, ressourcenschonende Technologien, verschiedene Transportmöglichkeiten. Also es gibt viele technologische Möglichkeiten und manchmal, wenn ich meine Kinder, also meine Studenten an der Universität unterrichte, da stelle ich fest, also ich denke, ich darf sie nicht Kids nennen. Also es sind keine Kinder. Sie hören ja jetzt hier nicht zu. Also ich denke an fast jeden als Kid sozusagen. Das ist natürlich nicht ganz richtig. Also wenn ich also einer jüngeren Generation Studenten das Problem darlege, dann sehen sie das als Herausforderung. Und natürlich sagen sie, ich kann das schaffen. Also ich kann von 600 Gramm CO2 oder ähnlichem auf unter 30, auf null kommen in 30 Jahren. Also es ist eine technologische Herausforderung, aber die nehmen sie an. Also diese Generation der technologischen Optimisten, so denke ich, könnte man sie nennen, nehmen diese Herausforderungen an. Und ich bin jetzt nicht derjenige, der sagt, nein, das klappt nicht, das können wir nicht machen, weil sich die Technologie sehr schnell ändert. Und ich weiß, dass es Technologien gibt bis zu einem gewissen Grad, die das erreichen können. Aber meine Frage ist, können wir diesen technologischen Wandel in dieser Gesellschaft umsetzen, in dieser Volkswirtschaft umsetzen? Und das ist wirklich der Punkt, wo man die subtileren Fragen, die nuancierteren Fragen stellen muss, also darüber, wie diese Volkswirtschaft funktioniert, wie der Konsumismus aufgebaut wird, wie dieser endlose Hedonismus verfolgt wird, um die Volkswirtschaft stabil zu halten. Und es ist ein System, was
um diese Anreize geschaffen wird. Also nicht um nachhaltig zu sein, sondern um einfach immer stärker materialistisch zu sein, hedonistischer zu sein. Und meine Antwort darauf ist also keine technologische, auch nicht einmal eine volkswirtschaftliche, sondern es ist eine soziale Antwort. Wir haben nicht, wir haben keine Gesellschaft, die das erreichen könnte mit dem technologischen Potenzial. Also nein, wir können das Wachstum nicht nachhaltig gestalten in diesem System. Und das bringt mich dann also auch zu dem zweiten Teil des Dilemmas. Und dabei geht es darum, dass man sich eine andere Art der Volkswirtschaft vorstellen muss. Eine Volkswirtschaft, die funktioniert, die für jeden funktioniert und nicht nur für einige wenige. Und eine Volkswirtschaft, die auch sich in den Grenzen eines begrenzten Planeten bewegt. Ich glaube, wir sind schon so weit fast durch. Ich denke, wir haben eine ganz riesige Aufgabe vor uns, wenn wir Wohlstand ohne Wachstum erreichen wollen. Es gibt viele auch Menschen, die anders leben schon praktizieren. Es gibt viele Ideen rund um das Thema Postwachstum. Dein Buch ist ein wesentlicher Beitrag, wenn auch nicht der einzige, zu diesem ganzen Thema wie anders leben. Ich möchte jetzt gerne dann gemeinsam mit dir, Andreas Novi, dich bitten, hier hochzukommen, damit wir weitere Fragen, die rund um das Thema, wie kommen wir zu dem Ziel eines Postwachstums, wie kommen wir zu dem Ziel Wohlstand ohne Wachstum weiterreden können. Erst mit Andreas, komm jetzt mal hoch. Danke, Tim. If you like. You are in the midst. I'm sitting right side from you. Ja, wunderbar. Herzlichen Dank erstmal für diesen kleinen, nur blitzlichtartigen Einblick in das Buch. Andreas Novi möchte ich jetzt ganz gerne erstmal vorstellen, wie versprochen. Andreas Novi ist Professor an der Wirtschaftsuniversität in Wien und leitet dort das Institut für Multilevel Governance and Development. Das kannst du, ich duze ihn, weil wir uns lange kennen, uns ja auch vielleicht mal im Laufe des Gesprächs erklären, was Multilevel Governance eigentlich ist. Gleichzeitig ist Andreas Novi Obmann des Grünen Bildungswerks in Österreich. Ein grünes Bildungswerk, nicht ganz so, würde ich mal sagen, groß und gut ausgestattet wie die Heinrich-Böll-Stiftung, aber auch das Bildungswerk in Österreich, das den Grünen dort nahesteht. Und Obmann ist sowas wie bei uns Vorstand. Andreas ist außerdem, und das möchte ich hier gerne erwähnen, weil man da vielleicht auch nachlesen kann, Initiator und Mitorganisator eines großen Kongresses in Österreich, der heißt Gutes Leben für alle. Dieser Kongress hat zum ersten Mal 2015 stattgefunden unter diesem Titel Gutes Leben für alle. Das ist ein wunderbares Event an der Universität in Wien, wird organisiert von einem Bündnis von Wachstumskritikern, Gewerkschaften, das wünschen wir uns hier manchmal auch in Deutschland, von Umweltorganisationen, Bauernorganisationen, Entwicklungsorganisationen, die, wie wir hier auch in Deutschland, sich natürlich mit dieser Frage, gibt es einen Wohlstand ohne Wachstum, Postwachstum oder ein gutes Leben für alle, auseinandersetzen. Herzlich willkommen, Andreas, schön, dass du hier bist. Danke. Ja, Andreas hat das Buch von Tim Jackson als Wirtschaftsprofessor und als einer, der sich schon viele Jahre mit Globalisierungsfragen, Wirtschaftsfragen, Gerechtigkeitsfragen auseinandersetzt, natürlich gelesen. Und wir möchten dir jetzt die Gelegenheit geben, erstmal, sagen wir mal, maximal so 10 Minuten deine kritischen Aspekte oder dein Lob und dein Tadel zu diesem Buch zu formulieren. Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung und für die Gelegenheit, dieses Buch kommentieren zu können. Das Buch ist
ein Prüfungsstoff in einer Lehrveranstaltung bei uns an der Wirtschaftsuniversität, die alle Studierende, das sind 20.000, lesen müssten, sollten. Das heißt, ich freue mich sehr, dass es ein Update gibt und habe das Buch auch mit großem Interesse gelesen. In den wenigen Minuten, ich werde versuchen, ich hoffe, ich schaffe es, 4 Punkte anzusprechen, die mir ganz wichtig erscheinen. Mir ist das Buch deswegen, glaube ich, ein ganz wichtiger Beitrag zur Debatte, weil wenn es um sozialökologische Transformation geht, und das ist ja auch das große Anliegen der Böll-Stiftung, dann geht es ja um grundlegende Veränderungen. Und ich habe oft den Eindruck, dass die Ernsthaftigkeit und wie weitreichend die Veränderungen gehen, oft nicht erkannt wird. Das Nette und das Schöne an dem Buch ist, dass es sich tatsächlich mit grundlegenden Formen unseres Wirtschaftens, die sich ändern müssen, beschäftigen. Ja? Mit Wachstum, mit Konsum. Ja? Es ist auch ein Buch, und das ist eine der großen Veränderungen von der ersten zur zweiten Fassung, die sich intensiv mit dem guten Leben, mit dem guten Leben für alle beschäftigt. Das Buch, für die, die es noch nicht gelesen haben, es geht viel mehr um Ungleichheit. Das ist ein großer Teil, der mehr ausgeführt ist. Es geht um Armut, wie schon gesagt wurde, aber Armut in dem Sinn, wie es Adam Smith definiert, to be able to appear in public without shame, das heißt, nicht arm zu sein. Armut als eine Beziehung. Das kommt schön raus, auch die Beziehung zum globalen Süden. Und damit stellt das Buch das die zentrale Frage, die uns in diesem Bündnis Gutes Leben für alle antreibt, nämlich die Frage, wie ist Wirtschaft zu organisieren, dass alle Menschen ein gelungenes Leben führen können. Und das heißt dann aber wieder, und das ist ja auch da schon gesagt worden, das, was wir können, ist das gute Leben für wenige. Und die eigentliche Herausforderung bei diesen 4 Wörtern, gutes Leben für alle, sind die letzten beiden. Ist die Frage der Verallgemeinerung, nicht nur zeitgeistig und für eine kleine gehobene Mittelschicht in den westlichen reichen Ländern. Aber das Buch beschäftigt sich mit der Frage, und damit ist es ein ganz wichtiges Buch. Das Buch spricht auch das Thema des Konsumismus an. Etwas, was in den Wirtschaftswissenschaften ja gar nicht thematisiert wird, weil es ja eigentlich ein Kernbestandteil der Lebensqualität ist. Aber das Buch thematisiert, dass es ein Problem ist, eine Gesellschaft, in der Bedürfnisse nur über Waren befriedigt werden. Und es ist auch drinnen, obwohl es nicht ganz klar und stimmig der Zusammenhang hergestellt wird, aber es ist ganz viel über sozialökologische Infrastruktur drinnen und den Vorschlag, dass man ja mit einer anderen Infrastruktur, einer Stadt der kurzen Wege, Mobilität für alle, Radfahren und so weiter, Bedürfnisse auch anders befriedigen könnte. Aber da kommt meine erste Frage: Warum kommt das Konzept Gebrauchswert und Tauschwert nicht vor? Weil eigentlich geht es ja in dieser Ökonomie jenseits des Wachstums um eine, die sich vom Tauschwert ein Stück weit löst und sich an Gebrauchswerten, das, was wir brauchen fürs Leben, orientiert. Dritter Punkt, Wachstum. Tatsächlich gibt es ja eine große Einsicht, dass dieses exponentielle Wachstum Teil der Erfolgsgeschichte der letzten 200 Jahre war, das ist ja gerade auch gesagt worden, aber wesentliches Problem im 21. Jahrhundert. Wir haben in diesem Bündnis Gutes Leben für alle ganz ausdrücklich nicht diesen Bezug zum Wachstum hergestellt, weil es ein ganz großes Spaltungsthema ist. Es ist ein Spaltungsthema globaler Süden, globaler Norden, tendenziell, es ist ja auch ein Spaltungsthema mit den Gewerkschaften. Und in dem Buch wird, und da ist meine nächste Frage,
Die erste war, bezog sich auf den Gebrauchswert. Ja, jetzt, das war Konsum, jetzt Wachstum. Da die Frage, ist nicht eigentlich das ein Kernproblem, die Konkurrenz? Ja? Und dieser Zwang zu konkurrieren, weil wenn man nicht sich ständig verbessert und voranschreitet, dann geht man unter. Und da ist mein Eindruck, dass in dem Buch ganz allgemein von einem Verständnis von Kapitalismus ausgegangen wird, das sich auf das reduziert, wer besitzt die Produktionsmittel. Ja, und dadurch, dass heute diese, selbst in den fortgeschrittensten oder kapitalistischen Ländern gibt es auch Staatseigentum, dass das nicht mehr so klar zu unterscheiden ist. Ich glaube schon, dass aus einer Definition von Kapitalismus, die eben diese Konkurrenz als ein treibendes Element sieht, etwas gewonnen werden kann, was diesem Buch auch nochmal einen weiteren Beitrag leistet, weil ich nicht der Meinung bin, dass es so etwas geben kann wie einen Postwachstumskapitalismus. Der Begriff steht im Buch. Ich glaube, es kann eine Postwachstumsmarktwirtschaft geben, das glaube ich schon, aber eben keinen Kapitalismus, weil in diesem, und da bin ich bei der anderen Seite der Gebrauchswerte, es eben alles immer nur sich an Tauschwerten orientiert. Und die letzte Frage, die auch mit dem Verständnis dessen zusammenhängt, was heißt es, in der Gesellschaft zu leben, in der wir sind, das bezieht sich auf politische Handeln, wo in dem Buch eine Menge von Vorschlägen sind, die ich vollkommen unterschreibe, wenn es um Reformen geht, auch ein realistischeres Verständnis. Im ersten Buch noch eine große Euphorie über den Green New Deal, jetzt die Einsicht, dass das allein nicht reicht, aber vor allem, dass es kaum Akteure gibt, die den ernsthaft vorantreiben. Aber der wichtigere Punkt, den ich meine, dass das Buch die Frage der Macht ein bisschen umschifft. Ja? Es ist ein bisschen, klingt so durch die Vorstellung, wir entwickeln die gute Ökonomie, erklären das den politischen Entscheidungsträgern und hoffen und setzen darauf, dass die das umsetzen. Ich glaube, dass es zwei Probleme dabei gibt und damit ende ich und hoffe ich, dass ich die 10 Minuten eingehalten habe. Ja, das ist ja gut. ja, aber noch ganz kurz dieses Argument, dass die Frage der Macht sich in zwei Aspekte aufteilt. Die eine, warum passiert so wenig? Es passiert, glaube ich, so wenig, weil es in den letzten Jahren ganz besonders, aber sagen in gewisser Weise diesem System inhärent, wirtschaftliche und politische Macht ganz eng verflochten sind. Dass es eben naiv ist zu glauben, was der Markt nicht kann, das macht dann der Staat. Ja? Das Dumme ist, dass es hier ja ein Zusammenspiel gibt. Da gibt es Drehtüren in der Zentralbank, da gibt es Drehtüren in den Energieagenturen, wo die Leute aus den Konzernen in die Regulierungsbehörde wandern und wieder zurück. Ich glaube, das müssen wir, egal wie wir das Wirtschaftssystem nennen, Kapitalismus oder anders, sehen, dass das ein wesentliches Element ist und natürlich erschwert, dass Veränderung möglich ist. Und das Zweite ist etwas, was der Heinrich-Böll-Stiftung wichtig ist, dass politisches Handeln ja wesentlich in dieser sozialökologischen Transformation auch jenseits staatlichen Handels stattfindet. Da ist in dem Buch sehr viel drinnen, wenn es um das Ermutigen zu Grassroots-Handeln geht. Aber die zweite Aspekt, nämlich der Aspekt, den vielleicht unsere Kollegin aus Neu-Delhi nochmal ausdrücklicher eingebracht hat, Politik von unten zu machen und als Zivilgesellschaft, soziale, politische Bewegung Veränderung voranzutreiben, der Aspekt der Ermächtigung, der scheint mir ein wichtiger Teil, um unser Wirtschaftssystem zu verstehen, beziehungsweise es dann auch zu verändern. Ja, ganz herzlichen Dank, Andreas.
vier gute Themen, die wir jetzt abarbeiten. Da kann ich mir dann alle anderen Fragen ersparen. Jetzt kriegt natürlich erstmal Tim Jackson die Möglichkeit zu antworten auf deine Anmerkungen, dein Lob und deine Lücken oder blinden Flecken, die du siehst. Okay. Ja. Muss ich sagen. Okay, schön. Dann muss ich das nicht antworten. Schön. Ich denke, ich gehe erst mal ein auf die Frage des Kapitalismus. Es ist ja eines dieser Themen in meinem Buch, das für mich auch am schwierigsten war, auch über die ganze Geschichte meines Buches hinweg. Als ich angefangen habe, die Arbeit zu machen in der Kommission, habe ich ja ganz kritisch den Blick geworfen auf den Kapitalismus. Wir waren eine Regierungskommission, haben einen Bericht geschrieben innerhalb einer kapitalistischen Wirtschaft, die stark wachstumsbasiert ist. Und wir hatten dort schon ein großes Tabu angekratzt, indem wir Wachstum als solches angezweifelt haben. Und irgendwo, ich glaube nicht, dass ich das irgendwo ganz bewusst gedacht habe, aber ich denke, irgendwo in meinem Inneren muss da der Gedanke herumgewabert haben, dass man hier wahrscheinlich auch was sagen sollte über den Kapitalismus und seine Zweifelhaftigkeit. Aber da wären wir wahrscheinlich als Kommission ganz schnell von der Bildfläche verschwunden, sind wir sowieso hinter dem, nach dem Bericht. Aber irgendwo musste man da schon den Handel mit dem Teufel schließen. Als ich dann geschrieben habe über Kapitalismus und Wachstum, habe ich mich entschieden, dass diese beiden Themen unterschiedliche Themen sind. Man kann eine nicht-kapitalistische Wirtschaft haben, die stark wachstumsbasiert ist. Man kann auch kapitalistische Wirtschaft haben, die kaum wachstumsbasiert ist. Es kann auch eine kapitalistische Wirtschaft geben, die stark sozial basiert ist. Und man kann diese angloamerikanische hyperfinanzgetriebene Kapitalismussicht haben. Das ist der Archetyp dessen, was wir eigentlich sehen. Und wir sagen, das ist der beste Kapitalismus, weil der wächst so schnell er kann. Die Tatsache, dass ich nicht viel gesagt habe über den Kapitalismus, ich meine, ich habe am Ende des ersten Buches was gesagt über Kapitalismus. Ist es das Kapitalismus oder ist es kein Kapitalismus? Da paraphrasiere ich Dr. Spock. Also ein bisschen habe ich da versucht, die Tür dahin zu öffnen. Und sobald ich dann in die Debatte eingestiegen bin, kam ich die Kritik ab von allen Seiten. Die Wachstumsgegner haben sofort gesagt, ich bin Kommunist. Und die Degrowth-Verfechter haben gesagt, sie kritisieren den Kapitalismus nicht, sie sind also Teil des Establishments. Und ich dachte, naja, da habe ich wohl den Nerv getroffen, wenn ich von allen Seiten angegriffen werde. Aber die Frage des Kapitalismus ist mir nicht aus dem Gehirn gegangen. Es ist also irgendetwas gewesen, wo ich immer drüber nachgedacht und weiter dran geforscht habe. Kapitalismus und Wachstum gehen häufig Hand in Hand und das ist auch etwas, was die ökologischen Ökonomen sagen. Wenn man Zinsen erhebt auf Kapital, das ist ja so eine Grunddefinition des Kapitalismus, der Zins als Symbol, dann hat man, sobald man eben Zinsen erhebt, ein Wachstumsimperativ. Man muss ein wachstumsbasiertes System schaffen, deswegen gegen Wachstum und Kapitalismus immer Hand in Hand. Diese Sicht hat mich fasziniert. Ich habe mit ein paar Kollegen wirklich mal berechnet, ob das wirklich so ist, ob uns die Wirtschaft tatsächlich zeigt, dass Zinsenberechnung
immer Wachstum bedeutet. Und das hat sich gezeigt bei unseren Berechnungen und Forschung, dass es so nicht ist. Man kann durchaus eine Wirtschaft haben, in der Kapital verzinst wird, aber trotzdem nicht dieses extreme Wachstumsimperativ da ist. Das heißt, ich habe nicht die Frage beantworten können, müssen wir Wachstum und Kapitalismus gleichzeitig wegwerfen oder gibt es eine Form von Kapitalismus, von Kapitalverzinsung, von Privateigentum, die trotzdem nicht so wachstumsbasiert ist. In meiner Recherche der Wirtschaftsliteratur, die ich ja umfangreich betrieben habe, habe ich immer noch keine Antwort. Und irgendwo bin ich wieder da, an dem Punkt, wo ich schon mal war. Wir brauchen eine Degrowth-Wirtschaft, eine Wirtschaft, die sozial gerechter ist und für alle und nicht nur für wenige funktioniert. Das ist was ganz anderes. Das ist immer noch die Frage, kann das Kapitalismus sein? Weil das ist wirklich eine frustrierende Frage. Sobald man die Frage anspricht, trennen sich die Meinungen. Also, wir haben in den letzten 100 Jahren Kapitalismus und die direkte Alternative gesehen, aber keine dieser beiden Formen hat diese Debatte schlüssig beantwortet zwischen Kapitalismus, Sozialismus, Kommunismus und Wachstum. Also diese Frage ist für mich eine Frage, die noch im Raum schwebt. Ich würde jetzt gerade noch was sagen wollen zur Frage der Macht. Da denke ich, stimme ich Ihnen eher zu. Das Buch spricht von Macht, es spricht von Machtlosigkeit, es spricht von Armut und von denen, die zurückgelassen wurden, die abgehängt wurden. Es spricht über die Finanzmechanismen und die Belohnung nur der Minderheit. Also es adressiert die Frage der Macht, zumindest im Subtext, im Inhalt und in der Art und Weise, wie ich die Argumente aufstelle. Aber ich würde Ihnen absolut zustimmen, man muss mehr über Macht reden. In einem Kapitel des Buches, und das ist das Kapitel, das ich sehr stark umgeschrieben habe, das ist das Kapitel zum progressiven Staat, dort habe ich ganz spezifisch versucht, das anzusprechen, was Sie in Ihrem, Sie, Andreas, jetzt gerade angesprochen haben. Die Macht wird usurpiert von denen, die hier die Macht brauchen, um ihre Legitimität zu gewinnen. Und da haben wir natürlich die Regierung, die heute in der Falle sitzt. Und wo kommt die Falle her? Die kommt von der Idee, dass soziale Stabilität und wirtschaftliche Stabilität voneinander abhängen. Und wirtschaftliche Stabilität kann nur über Wachstum erreicht werden. Und in solchen Umständen ist es natürlich ganz klar, dass die Regierung erstmal soziale Stabilität gewährleisten müssen. Und deswegen müssen sie Wachstum fördern, weil nur so schaffen sie eben diese soziale Stabilität und nur so haben sie auch die Mittel in der Hand, um weiter regieren zu können. Und das ist eine Falle, in der unsere Regierungen sitzen, weil wir leben in einem System, in dem wir glauben, ob das nun richtig ist oder nicht, dass soziale Stabilität immer von wirtschaftlichem Wachstum abhängt. Wenn wir das voneinander trennen können, wenn wir ein soziales, stabiles System schaffen können, das nicht wachstumsabhängig kann, wenn wir ein soziales System haben, das tatsächlich nicht mehr im Kontext des Wachstums gedacht wird, dann haben die Regierungen tatsächlich eine neue Legitimität. Dann können sie Regierung sein für alle, anstatt nur für wenige. Das entlastet die Regierung auch, die ständig irgendwo die Industrie in der Hand halten müssen, damit genug Geld da ist, um die Macht weiter zu festigen. Dann hätten wir eine neue Regierung, die nicht mehr ständig auf dieses endlose Wachstum aus ist. Das wäre dann eine Regierung, die tatsächlich ihre Legitimität daraus gewinnt, dass es soziale Entwicklung, soziale Gerechtigkeit für alle gibt. Und in meinem einen Kapitel, das ich umgeschrieben habe, wie ich vorhin sagte, drehte sich tatsächlich um die Macht. Ja, Andreas Novi hat ja gesagt, im Buch gibt es viele Vorschläge auch, Reformvorschläge, nächste Schritte. Ich glaube, dass uns allen, die sich
mit Wohlstand ohne Wachstum oder wie wir es nennen, solidarische Ökonomie oder Postwachstumsökonomie, allen unter den Nägeln brennt, was die Wege dahin sind. Und wir wissen alle, dass wir natürlich erstmal auch Reformen brauchen, die Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass man überhaupt über Zukunft noch nachdenken kann. Eine der, wie ich finde, großen Fragen, Tim hat es ja jetzt auch gerade angesprochen, und das ist dann die Frage an beide, wo haben wir denn noch massive, sowohl theoretische als auch politisch-praktische Antworten, konzeptionell-theoretische als auch praktische Antworten darauf, wie wir denn in unseren hochkomplexen Gesellschaften, wo die soziale Frage so massiv auch mit der Wachstumsfrage verwoben ist, wie kommen wir da raus? Außer über Disruption. Ich möchte keine sozialen Brüche in unserer Gesellschaft erleben, wo wir erst innovativ werden, wenn es Leuten ganz dreckig geht oder wenn sie ganz unten sind oder indem wir komplett deindustrialisiert haben. Was sind denn dann bitte die Wege, vor allem mit diesem sozialen, mit dieser sozialen Thematik Frage umzugehen? Was gibt es für Konzepte dazu? Möchtest du vielleicht anfangen, Andreas? Ja, ich probiere es. Ich habe es ja in dem Kommentar auch gesagt. Ich glaube, einer der Ansatzpunkte ist tatsächlich, diese Kritik des Konsumismus ernst zu nehmen und an einem politischen Projekt zu arbeiten, Bedürfnisse mit weniger Konsum von Waren zu befriedigen. Und das heißt, der Aufbau von Infrastrukturen, da ist die Stadt ja, eine ganz wesentliche, ein Ort, wo das passieren kann. Das erfordert demokratische Auseinandersetzung, weil es gibt natürlich Infrastrukturen für die Fortsetzung von Wachstumsökonomien und es gibt Infrastrukturen für ein gutes Leben. Ich glaube, das ist ein wesentlicher Ansatzpunkt. Das war ja auch der Hintergrund der Frage nach der Macht. Ich glaube, das erfordert die Ermächtigung und die Selbstermächtigung der Menschen, sich als Politiker, Politikerin zu verstehen und mitzugestalten. Sag doch einfach mal, das war gestern so schön, die Beispiele von Wien, wo es schon in den 30er Jahren positive Beispiele gab für gelingende soziale Infrastruktur, die Gleichheit, soziale Fragen und ja auch weniger Konsum beinhaltet haben. Was war da los im roten Wien? Es gab in der Zwischenkriegszeit ein Modell, das ja bekannt geworden ist als das rote Wien. Das Spannende an diesem lokalen Sozialismus der Zwischenkriegszeit war, dass es eine Rahmenbedingung war, die Lohnerhöhungen nicht ermöglicht hat. Das, was nach dem Zweiten Weltkrieg dann Massenkonsum als Wohlstandsmodell gebracht hat. Und das Rote Wien hat in einem sehr ehrgeizigen Programm die Lebensqualität der Menschen gesteigert, indem sie Wohnraum geschaffen hat, Freizeiteinrichtungen, das Bildungssystem, das Gesundheitssystem geöffnet, die Qualität verbessert. Das heißt, Maßnahmen, wo das Qualitative und die Organisation des Zusammenlebens, das gute Leben als Beziehungsqualität im Vordergrund gestanden ist. Und das wurde immer wieder als soziale Infrastruktur diskutiert in den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Es ist aber eigentlich zutiefst ein Beispiel für sozial-ökologische Infrastruktur und es ist etwas, was zum Beispiel in England ja und in Wales insbesondere als Foundational Economy auch diskutiert wird, also das in den Vordergrund zu stellen, diesen Teil des Wirtschaftens, die man alltäglich braucht, also die Nahversorgung, die Freizeitgestaltung, die Naherholung, weil das dann ermöglicht weniger Mobilität, weniger Konsum, Wohlstand ohne Wachstum. Die Frage auch an dich, was sind Wege, die soziale Frage nicht nur über Disruption zu beantworten? Yeah, I mean, I love these.
Ja, die Beispiele finde ich wirklich gut. Und das ist natürlich nicht das Einzige, was es gibt. Also Mondragon-Kooperativen, diese Transition-Town-Bewegung, Orte, wo unterschiedliche soziale Experimente durchgeführt werden, um anders zu leben, um auch zu akzeptieren, dass wir auf einem endlichen Planeten leben und dass ein Überkonsum an einem Ort dazu führt, dass an anderen Orten Menschen oder andere Spezies in Armut leben müssen oder in Zerstörung leben müssen und dass wir einfach Wege finden, wie wir besser leben können mit weniger. Also ich liebe diese Beispiele und ich denke, seit das Buch zum ersten Mal veröffentlicht wurde, war einer der schönsten Momente die Menschen, die zu mir kamen, die gesagt haben, genau das ist das, wie wir unser soziales Experiment entwickelt haben, unsere sozialkritische oder sozial eingestellte Firma oder unser soziales Projekt. Und da gab es wirklich viele Menschen, das hat mich wirklich bereichert, viele, die gekommen sind und gezeigt haben, dass Veränderung wirklich möglich ist. Und aus meiner Sicht ist das, zeigt mir, dass die Authentizität und dass es Hoffnung gibt und dass es, ich denke, wir leben im Moment im Griff einer sozialen Illusion, die propagiert wird von Institutionen, die nicht länger funktionieren. Und ich denke, der Kern dieser Illusion ist, dass wenn Sie an die Konsumgesellschaft denken und daran denken, was die Versprechungen sind, die Anreize einer Konsumgesellschaft, dann ist es immer das nächste Neue in unserem Leben. Und es wird gesagt, dass das dann unser Leben besser macht. Natürlich stimmt das manchmal auch. Manchmal ist es so, dass neue Dinge unser Leben vorübergehend besser machen. Und dann erkennen wir, dass das schon wieder vorbei ist, dass man sich dann wieder damit langweilt, dass es einfach nicht das ist, was wirklich uns befriedigt dann. Und wir bekommen wir keine Stärke in der Gemeinschaft zurück durch diese neuen Dinge oder Ähnliches, sondern eher Unzufriedenheit. Das Merkwürdigste ist wirklich, dass diese Unzufriedenheit von dem System benötigt wird, um erfolgreich zu sein. Also das System braucht Menschen, die neue Dinge wollen, die dann immer mit den neuen Dingen unzufrieden sind, sobald sie sie haben. Denn das Einzige, was uns davon überzeugen wird, weiter zu konsumieren, ist dann die Unzufriedenheit. Und ich denke, diese sozialen Experimente und das Durchführen und auch das Konzeptionelle an dem Buch, das Konzept des Buches ist, dass zu zeigen, dass diese Unzufriedenheit wirklich dysfunktional ist. Also Beziehungen sind bereichernd beispielsweise. Wenn die Gemeinde gestärkt wird, ist das bereichernd. Wir selber müssen uns als menschliche Wesen sehen, die miteinander verbunden sind und ein Ziel haben. Was wäre, wenn wir in der Gesellschaft teilhaben und hier Institutionen schaffen, die diesen Rahmen auch unterstützen? Das ist dann eine positive soziale Vision für Veränderungen. Und das ist wirklich sehr attraktiv. Ich denke, dass das zieht viele Leute an und das ist wichtig für ein gutes Leben. Das ist natürlich auch wichtig für diejenigen, die ein sehr verarmtes Leben sozusagen führen. Und also man muss wirklich die Menschen auch fragen, wie sähe ein gutes Leben für sie aus und wie kann man das erreichen? Das sind wirklich dann die Gespräche, die sozialen Gespräche, die hier wirklich wichtig sind für diese neue Vision. Das kann nicht einfach durch institutionelle Veränderungen geschehen oder Veränderungen in der Politik. Das ist wirklich der Kern eine andere Denkweise muss im Kern stehen. Diese Vision und auch die soziale oder sozialökologische Infrastruktur, damit wir sie brauchen, damit wir bessere Rahmenbedingungen haben für ein anderes, besseres, wenig konsumeristisches Lebensmodell. Das unterschreiben wir alle. Aber ich bin jetzt auch nicht ganz zufrieden mit der Antwort. Und insofern, als ich ja frage auch danach, wie soll ich denn jetzt bitte einem Industriearbeiter bei Daimler oder bei VW oder in der Chemieindustrie, das sind gut bezahlte Arbeiterinnen und Arbeiter in dieser Republik,
kann ich ja nicht sagen, jetzt mach mal, jetzt nutz mal nur die soziale Infrastruktur, und ich kann ja auch nicht allen sagen, mach einen Repair-Café auf. Das kann ja nicht die Antwort alleine sein. Ich weiß, dass ich da ein großes Fass aufmache, und ich sage es auch, ich erwarte von euch gelehrten Männern jetzt auch keine Antwort. Ich möchte aber, dass wir die Frage richtig aufspießen, ja, und verstehen, was wir da eigentlich für eine gewaltige Transformationsaufgabe haben. Wir müssen von einem unglaublichen Niveau runter. Und ich gehöre ja zu denjenigen, die auch suchen. Ja, ich habe keine Antworten, aber vielleicht, und ich finde, da gibt es im Buch ja doch noch den ein oder anderen Ansatz oder auch noch die ein oder andere Idee, welche Allianzen müssen wir eigentlich schmieden? Welche intellektuellen Lücken müssen wir schließen? Du hast ein Institut, das sich weiter mit den offenen Fragen beschäftigt. Was brauchen wir, um diese Fragen besser zu beantworten? Das ist wirklich eine sehr gute Frage. Also, die Eltern sind meistens diejenigen, die man am stärksten beeindrucken möchte und die am schwersten zu beeindrucken sind. Als das Buch herauskam, also mein Vater war ja ein Arbeiter in einer solchen Industrie, und er hat gesagt, mein ganzes Leben habe ich versucht, Dinge herzustellen, und mein ganzes Leben drehte sich darum, und es ging nicht nur um das Leben, sondern um einen Beitrag zur Gesellschaft. Also er hat sein ganzes Leben dem gewidmet, und da gab es natürlich das typische Vater-Sohn-Gespräch mit Spannungen, und das ist wirklich eine kritische Frage. Also das Einzige, was ich hier sagen kann als Antwort, ist, dass wenn man mit diesen Industrien spricht und mit Menschen spricht, die verstehen, dass es ein Konzept des Wandels gibt, der Veränderung gibt, und dass sie ihr Geschäftsmodell überdenken müssen. Also das heißt ja nicht, dass wir jetzt sagen, wir brauchen keine Chemieindustrie mehr oder keine verarbeitende Industrie mehr. Natürlich brauchen wir sie. Und diese Industrie muss effizient arbeiten. Wir brauchen eine Industrie, die wenig CO2 ausstößt. Eine Industrie, die die Lebensqualität der Menschen verbessert. Und die Arbeiter können dann einen wichtigen Beitrag zum guten Leben der Menschen leisten. Aber die Zukunft der Industrie kann nicht länger darin bestehen, in Massenproduktion von mehr und mehr Gütern und die Auswirkungen, die das auf den Planeten hat. Also wir müssen wirklich darüber nachdenken. Und das bedeutet natürlich auch, dass wir die Industrie verändern, dass wir Unternehmen und dass die Vorgehensweise von Unternehmen verändern. Und es geht viel um Dienstleistungen, um Fürsorge, um Bildung. Also man muss, oder sie sollen immer noch Dinge herstellen, aber gut, und sie sollen haltbar sein, sie sollen anhalten. Es geht um Kreativität, es geht um die Kultur, die uns miteinander verbindet und unsere Gesellschaft ausmacht. Und das Außergewöhnlichste aus meiner Sicht ist, dass es eine Gesellschaft ist, eine Volkswirtschaft ist mit viel, viel Arbeit. Also die Arbeit wird nie verschwinden in diesem Bereich. Also ich vergesse niemals den Anblick der südeuropäischen Länder in der Krise, als 50-60% der Jugendlichen arbeitslos waren nach der Finanzkrise. Und wenn man sich die Volkswirtschaften angesehen hat, hat man sich gefragt, warum gibt es hier eine 50-60-prozentige Arbeitslosenrate, gibt es keine Arbeit. Und also es gab ältere Menschen, die Fürsorge brauchten, man hätte kleinere, die Kinder wurden in kleinen Klassenzimmern unterrichtet, weil die Gebäude nicht instand gehalten wurden. Also hier hätte Kreativität die Lebensqualität der Menschen verbessern können. Und natürlich, wenn man die Frage auf diese Art und Weise stellt, dann ist die Nachfrage nach Arbeit und die Teilhabe der Menschen an der Arbeit enorm. Also diese Nachfrage wird niemals verschwinden, solange wir dieses wirtschaftliche System am Leben erhalten. Und die Menschen wollen bedeutsam und kreativ an der Gesellschaft teilhaben und sich beteiligen. Bei der Lehrveranstaltung, die ich angekündigt gesagt habe, wo wir auch das Buch unterrichten, dann die Kernthese, mit der wir in die Lehrveranstaltung reingehen, heißt, weiter so wie bisher geht nicht. Und ich würde sagen, das ist der entscheidende Punkt, auch den wir als Wissenschaft beitragen können.
Und es ist, wäre überheblich zu sagen, wir wissen, wie diese neue Gesellschaft und diese neue Wirtschaft ausschauen wird. Aber das wiederum zu festzuhalten und darauf zu insistieren, ist eigentlich schon revolutionär, ja? Weil ja das gesamte Bedürfnis politischer Entscheidungsträger und auch ein tiefes Bedürfnis der Leute ist, sich danach zu sehnen, dass es einfach so weitergeht wie bisher. Ja? Zu insistieren, weiter so wie bisher geht nicht, heißt, in einen schwierigen Transformationsprozess einzusteigen, der dann, ja, und das muss man wissen, schwierige, manchmal auch konflikthafte Auseinandersetzungen bedeutet, weil es eben verständlicherweise auch Verlierer geben wird. Es wird gesellschaftliche Gruppen geben, die werden weniger haben als vorher. Und daher ist diese Auseinandersetzung eine politische Auseinandersetzung und sie ist umgekehrt eine Auseinandersetzung, bei der man versuchen muss zu schauen, eine neue Ordnung zu finden, die für sehr viele eine bessere Ordnung ist. Daher keine direkte Antwort, ja, außer Versatzstücke. Ja. Ich glaube, es geht ein Stück weit um den Rückbau weltwirtschaftlicher Zusammenhänge. Ja. Das hängt mit dem Thema Infrastruktur von unten bilden zusammen. Es heißt insbesondere bezogen auf Deutschland, dass ja auch sein Erfolgsmodell nach ganz Europa exportieren will, zu glauben, eine erfolgreiche Wirtschaft ist eine, die mehr exportiert als importiert, ist nicht verallgemeinerbar. Ganz simpel gesprochen ist das im Weltmaßstab nur als Konkurrenzmodell denkbar und daher kein Modell, das verallgemeinerbar ist. Das sind ein paar Ansatzpunkte. Andere sind, die auch im Buch stehen, natürlich braucht es massive Regulierung bis Einschränkung globaler Finanzmärkte. Natürlich braucht es eine Einschränkung der Macht großer Konzerne. In gewisser Weise wissen wir das ja eh. Daher ist die Frage ja mehr, wie wir Maßnahmen, Allianzen bilden, wie wir politische Macht bekommen, das, was scheinbar auf der Hand liegt, dann auch tatsächlich umzusetzen. Ja, wunderbar, auch dir, Andreas. Ich habe versprochen, da winkt jemand, ja, ich kann das nicht identifizieren. Ich mache jetzt folgenden Vorschlag. Es wird jetzt Ihnen die Möglichkeit gegeben, Fragen zu stellen und da möchte ich auch ganz klar alle, die draußen sitzen, definitiv einbeziehen. Bitte kommen Sie, wir haben hier, wir dürfen Sie leider feuerpolizeilich und so weiter hier nicht alle reinlassen. Aber die, die jetzt Fragen haben, die kriegen genauso eine Möglichkeit, Fragen an die beiden zu stellen. Kommen Sie rein. Ich glaube, dass viel Debattenlust hier ist. Je kürzer Sie sich fassen, desto mehr kommen dran. Ich fände das auch eine gemeinsame Regulierung, die wir hier hinbekommen sollten. Es gibt entsprechende Mikros im Raum. Helft mir bitte mit, das wird jetzt mega anstrengend. Versuche das hinzugehen, dann fangen wir doch da, weil du da stehst, ganz hinten der Herr, darüber und dann gehen wir in die Mitte. Yeah, the last question is die letzte Frage ist genau meine Frage, wie bekommen wir die Macht? Also es scheint mir so zu sein, dass die gegenwärtigen Mächte, also Kapitalismus, Regierungen in Verbindung mit den großen Konzernen einen sehr starken Anreiz haben, das System genauso aufrechtzuerhalten, wie es ist, dass die Menschen Angst haben, ihren Arbeitsplatz zu verlieren oder ohne soziale Absicherung sind. Und das, was Sie gesagt haben, Mr. Jackson, dass Sie unbefriedigt sind und unbefriedigt konsumieren und unglücklich sind im Leben. Also wie können wir diesen Anreiz schaffen, dass die Menschen ihr Leben ändern? Wie bekommen wir die Macht, das System zu verändern gegen ihren Willen oder auch mit? Also wie können wir die Gesellschaft verändern? Das ist hier wirklich die große Frage. Also die Revolution hat meistens Fundamentalisten an der Spitze. Also das ist jetzt auch keine gute Lösung. Please raise your hand so you can get
So you're going to answer after all the questions? Antworten Sie dann, nachdem die Fragen alle gesammelt wurden? Gut, also meine Frage ist, ist das nicht ein Aufruf zur Revolution, also die eine Art, einzige Art, wie wir das erreichen können, also auf die Straße zu gehen, Dinge kaputt zu machen? Oder glauben Sie wirklich, dass diese ganzen kleinen Veränderungen in den kleinen Gemeinden das große Ganze verändern werden, weil das ganze Buch sieht so aus, als würde es in die ganz andere Richtung gehen? Und wie wäre das dann möglich? Also ich stelle diese Frage zwei Wirtschaftswissenschaftlern, deshalb ist es vielleicht, sind Sie die falschen Ansprechpartner, aber Sie haben das Wort Kultur sicherlich gehört in Deutschland oder in England, und das hier ist natürlich genau das Gegenteil. Sprechen Sie nicht eigentlich von einer kulturellen Revolution, die zunächst einmal passieren muss vor einer sozialen und politischen Revolution? Und letztendlich ist das ja so, wie sich Westdeutschland verändert haben, die Studentenbewegung, das mit ihren politischen Forderungen, das wurde eine kulturelle Revolution, die zu einer sozialen wurde und hat dann Deutschland politisch verändert. Also müssen wir nicht letztendlich über Veränderungen in den Werten sprechen, die auf kultureller Ebene erst einmal passieren müssen, bevor irgendetwas anderes passiert? Wie ich vorgehe, drei Fragen, drei Fragen. Es kommen alle dran, versprochen. Okay? Nein, also ich meine, die sich gemeldet haben, natürlich. Tim. Also, ist das Buch ein Aufruf zur Revolution? Also, ich bin mir nicht so sicher, ob ich diese Frage beantworten kann. Also, das ist eine sehr kritische soziale Diskussion und ein Punkt, wo insbesondere eine junge Generation ihre eigene Meinung bilden muss. Also, eine eigene Vorstellung davon oder auch im Hinblick auf Revolution und was sie erreicht haben, würde ich sagen, das würde ich auf jeden Fall vermeiden wollen. Also vielleicht nicht auf jeden Fall, um jeden Preis, denn es gibt natürlich auch Orte, wo ganz klar zur Revolution aufgerufen werden sollte, um despotische Situationen zu überwinden, wo die Menschen leiden, sehr stark leiden. Aber unsere Lage ist nicht so. Und es gibt natürlich Menschen, die leiden, und es gibt auch viel Unzufriedenheit, und es gibt natürlich auch einige politische Bewegungen, die diese Unzufriedenheit zum Ausdruck bringen. Also in Großbritannien, paradoxerweise, gibt es eine sehr starke Bewegung, die einen ganz unerwarteten Effekt hatte bei den vergangenen Wahlen vor einigen Wochen. Aber meine Sorge ist, dass der Aufruf zu einer Revolution, und wenn man sich ansieht, was nach Revolutionen geschieht, ist das Machtvakuum, es gibt ein Vakuum an Strukturen, ein infrastrukturelles Vakuum, Leben gehen verloren, es gibt eine verringerte Lebenserwartung an vielen Orten, wo es Revolutionen gab. Und aus meiner Sicht ist es so, dass die Umstände, in denen wir jetzt sind, dass dieses Konzept der Revolution da potenziell ein gefährlich ist. Aber das heißt natürlich nicht, also das ist meine Meinung, dass wir jetzt einfach so mit ganz kleinen politischen Schritten uns zufrieden geben. Und ich bin froh, dass Sie sagen, dass das Buch das nicht sagt. Also wir sprechen ja hier wirklich über radikale Transformation, über Veränderungen. Das ist wirklich der Kern der Idee einer Revolution mit ihren ganzen negativen Aspekten, die damit einhergehen. Also bei der Transformation geht es darum, die Dinge auf den Kopf zu stellen und auch intellektuell ehrlich zu sein über die Herausforderungen, vor denen wir stehen. Wir müssen hier die Lösung im sozialen Bereich, in sozialen Experimenten versuchen herauszufinden, in der politischen Arena. Also Bernie Sanders und Corbyn haben auch diese Unzufriedenheit zum Ausdruck gebracht, auf politische Art und Weise. Also wir müssen das tun, was nötig ist, um die Machtungleichgewichte anzusprechen, auf die die erste Person hier zu sprechen kam. Also die Frage des Machtungleichgewichts ist zunehmend wichtig, und es ist ganz klar, dass es Verlierer geben wird. Ehrlich gesagt gibt es bereits Verlierer. Es gibt Verlierer bei, also mit Blick auf den Wandel, den wir bereits gesehen haben, also in der Industrie, in der materiellen Produktion, bei fossilen Brennstoffen, in diesem Land, in meinem Land, da
wurden auch Kohlegruben geschlossen, Macht wurde übertragen von dieser früher sehr starken Industrie und wir haben diese Interessen nicht berücksichtigt, Gemeinden haben endlos gelitten aufgrund dieses Wandels in der industriellen Strategie, die von einer politischen Elite diktiert wurden. Und diese Situation werden wir wiedersehen, wiedererleben. Wir werden sehen, dass die Regierung mit den großen Playern in Silicon Valley sich verbandeln. Sie werden die deutsche Autoindustrie vielleicht zerstören. Wir alle werden uns mit der Frage beschäftigen müssen, dass es Gewinner und Verlierer gibt. Und die Politik muss hier an erster Stelle stehen in unseren Überlegungen. Wenn wir nicht in der Lage sind, das zu machen, dann habe ich Angst, dass es eine Art revolutionäre Reaktion geben wird, weil am Ende, denke ich, wird es ausreichend Unzufriedenheit geben unter den Menschen, dass sie die Macht in ihre eigenen Hände nehmen werden und dann eher destruktiv werden. Also je mehr wir die Menschen bevollmächtigen oder ermächtigen, Veränderungen durchzuführen, desto geringer die Gefahr durch so eine Revolution. Und ich sage jetzt nicht oder sage das auch nicht im Buch, dass es eine einfache Lösung gibt, aber ich sage, dass es jetzt Möglichkeiten gibt, an denen wir arbeiten können oder Dinge gibt, an denen wir arbeiten können. Und ich habe einige Male auch die Kultur angesprochen, also vielleicht habe ich jetzt zu schnell gesprochen oder in der falschen Sprache oder Sie haben das überhört, aber ich denke, ich stimme Ihnen natürlich vollkommen mit Ihnen überein, dass wir nicht nur über wirtschaftliche Institutionen sprechen, wir sprechen über einen Wandel in der Kultur, in sozialen Einrichtungen und auch einen Wandel in unserer eigenen Sichtweise als Menschen. Jetzt ist die nächste Runde. Jetzt gehen wir hier in den Block. Okay? Ihr seht, geht einfach hin. Ich bleibe jetzt hier und dann gehen wir darüber. Ja, es wurde so oft dieses Was? Wir betont. Ja, es da dürfen sich auch Frauen melden. Ja. Das ist ein guter Hinweis. Dieses Wir, da fragt man sich natürlich, wer ist dieses Wir? Und ich finde sehr gut dieses Beispiel, dass in den sogenannten ärmeren Ländern, Sie erwähnten Ecuador, es gibt ja auch in Afrika diese Philosophie, die wahren Werte der Menschheit, also diese Verfassung, wo das Glücksstreben verankert ist und so weiter. Dieses Wir, das ist natürlich noch zu schwach. Wie sehen Sie, Sie haben ja in Ihrem Buch die Kraft der Investitionen auch dargestellt, ja, dass man mehr in zeitintensive Tätigkeiten, das hat mir sehr gut gefallen, in zeitintensive Tätigkeiten. Bisher haben wir immer gesagt, Kapitalismus, Zeit ist Geld, also bete kurz, denn Zeit ist Geld. Und Sie sagen so schön, Langzeit, das ist wunderbar. Wer ist verdammt nochmal dieses Wir? Verstanden. Wie können diese Länder, Ecuador, Sie haben sonst in Ihrem Buch kein Land weiter erwähnt. Können Sie mal noch ein reiches Land nennen, was eine ähnliche Verfassung oder ähnliche Gedankengänge hat wie Ecuador? Mal ein reiches Land vielleicht. Okay, verstanden. Jetzt gehen wir nach hinten. Theo Rauch, Freie Universität Berlin. Ich habe mit Begeisterung Ihr Buch damals von 2010 gelesen, habe aber jetzt keine wirklich für mich neuen Aspekte gegenüber diesem ersten Band herausgehört. Meine Frage, wo haben Sie in der Zwischenzeit wesentliche strategische oder analytische Änderungen vollzogen? Wo ist das Neue? Also ich möchte quasi ganz banal gesagt wissen, ob es sich lohnt, das Update zu kaufen. Sehr schön. Und eine kleine Anmerkung noch zur Loser- und Gewinnerfrage. Wenn die Loser dieses Prozesses diejenigen sein werden, die materielle Dinge produzieren oder verteilen, dann kriegen wir ein riesiges gesellschaftliches Problem. Also dazu eine sehr ausführliche Analyse wäre enorm wichtig, sonst machen wir damit eine Bruchlandung. Hallo, Verena, ich bin Ökonomiestudentin. Erstmal danke für die Diskussion. Ich hätte eine Frage bezüglich der Reproduktionsarbeit. Ich fand das gut, wie die Produktion erörtert wurde. Allerdings fehlt mir so ein bisschen die Analyse immer zur Care-Arbeit, weil für mich die extrem mit Degrowth-Bewegung verknüpft ist.
Und ich wundere mich immer wieder, warum die auch jetzt in solchen Diskussionen nicht aufkommt, weil für mich feministische Ökonomik eben sehr viele Lösungsansätze auch zu anderen Visionen eben zeigt. Und genau, da wäre meine Frage so, inwiefern das thematisiert wird, auch gerade in der Forschung, ob das zum Beispiel an dem Institut thematisiert wird und wenn nicht, ob da sich nicht auch die Degrowth-Bewegung eine Machtfrage stellen sollte. Können wir nicht bitte das Wachstum zwischen armen und reichen Ländern besser verteilen? Es geht nicht an, dass die Länder in der dritten Welt hungern und auf Kosten unserer Gesellschaft und wir leben hier in Überfluss. Dankeschön. War jetzt hier noch im Jahr noch zwei. Sie kommen dann dran, wenn ich da drüben bin. Bitte hier in der Mitte. Ja, hallo, mein Name ist Clemens Witte vom DOC Research Institute in Berlin. Und ich habe eine Frage zum technologischen Wandel. Also wir sind ja darauf schon eingegangen und es gibt ja sozusagen positive Aspekte, Solarenergie und so weiter. Und dann gibt es auch die anderen Aspekte, ja, Amazon und Konsumismus haben wir auch schon berührt, Mercedes-Benz, um ein deutsches Unternehmen zu nennen. Wie kann man den technologischen Wandel gestalten, dass er nachhaltig wirkt? Wie kann man besonders auch die großen Firmen dazu, die transnationalen Unternehmen, bewegen? Was haben Sie da für Strategien? Danke. My name is Katie Bryan from the Ich bin Katie Bryan von der Renewables Academy hier in Berlin und meine Frage ist folgende. Wenn ein Land wie Großbritannien sich entscheidet, eine Postwachstumswirtschaft aufzubauen, bleibt das Land dann wettbewerbsfähig mit anderen Ländern und will es überhaupt noch wettbewerbsfähig bleiben? Ich bin Andreas Simoneit und ich kann sagen, gemeinsam mit Sir Oliver Richter sind Mitglied der Deutschen Gesellschaft für ökologische Wirtschaft. Und meine Hauptfrage ist, warum können wir nicht einfach diesen Wachstumsimperativ stoppen? Was denken Sie von der These, die Robert Hugh Iris und Rainer Kümmel entwickelt haben, dass technischer Fortschritt keine Blackbox ist, sondern ein Ersatz für teure Arbeit mit billiger Energie und dass das nur zu einer weiteren Spirale der Wachstumsdynamik führt. People on the right would get a chance later. Ich komme von der Freien Universität und ich habe eine Frage. Wenn wir eine ideale Welt hätten, wer könnte da den ersten Schritt machen? Welches Land sollte da den Anfang setzen, um die besten Ergebnisse hinzukriegen? Definitiv, ich möchte jetzt mit Andreas anfangen. Such dir einfach aus, auf was du eingehen möchtest. Ich möchte auch von der Seite da noch aufgreifen. Tatsächlich glaube ich auch, dass der Transformationsbegriff das Potenzial hat, Reform und Revolution zu verbinden. Ja, weil das ja eine sehr, das waren ja die ersten Fragen auch, die ersten Fragen waren sehr radikal und grundlegend. Das waren dann so, das sind jetzt Fragen, was kann man so ansatzweise auch in dem einen oder anderen Bereich verändern. Und ich glaube, die eine ein Lernschritt wäre, das eine zu tun, nämlich radikal zu denken und den großen Schritt auch den großen Sprung im Auge zu haben und gleichzeitig das andere auch zu tun, ja, was an kleinen Schritt möglich ist und notwendig und sinnvoll in die richtige Richtung. Und in dem Sinn brauchen sich die beiden und wäre Transformationsforschung genau diese Verbindung. Ich glaube auch, dass diese Frage Reproduktionsarbeit, ja, das ist ja eines der zentralen Probleme der ökonomischen Theorie, dass sie so unglaublich eng ist. Ja? Und da all das, was ich über
Konsumismus gesagt habe, heißt ja, dass man Ökonomie denkt ohne all diese Bereiche unbezahlter Arbeit. Und daher ist eine Sache, die im Buch auch drinnen ist und wir Ihnen jetzt auch nicht so neu vorkommt, aber natürlich die Frage der Verteilung der Arbeit und der Arbeitszeit ein ganz wichtiger Aspekt, weil ja eine Reduktion der Erwerbsarbeit auch eine Voraussetzung ist für die Dinge, die wir gesagt haben, dass Zeit für andere Aktivitäten, nämlich politische und Gemeinwesenarbeit und sich eben um das Sorgen zu kümmern, und zwar in den Geschlechtern aufgeteilt mit einer gewissen gleichberechtigten Aufteilung. Ja. Mit einer Folge. Ja, ich habe jetzt den kleinen Schritt gesagt. Der große hieße dann die Gleichstellung. Der Punkt ist, das Unglaubliche in der österreichischen Entwicklung, oder dass Sie sagen, eine Zahl: Es sind in Österreich heute weniger Frauen Vollzeit beschäftigt als 1993. Ja? So viel zu dem, was an Arbeit ansteht in dem Bereich. Die Frage UK, ja, ich glaube, dass es tatsächlich, und die Frage des First Mover, ja, ich glaube, dass die Gefahr ist, ein Henne-Ei-Problem, ja, dass man sich nicht traut anzufangen, weil ja dann alle anderen davon profitieren, und wenn alle, ja, also beziehungsweise das Trittbrettfahrerproblem, ja, einer wäre gut, das Richtige zu tun, indem einer ausschert. Ja. Daher glaube ich, dass es tatsächlich auch heißt, sich vor unfairer Konkurrenz zu schützen in der einen oder anderen Form, ja, und Möglichkeiten zu finden, wie das Vorwärtsschreiten nicht dazu führt, dass man draufzahlt. Ja. Die ganzen Ausführungen auch über Growth Imperatives, ja, dass ja das System von der Logik her nicht so angelegt ist, dass es das gute Leben befördert. Ja, das ist ja das Paradox. Im Großen hat das System schon einen Beitrag geleistet, dass Menschen besser leben, aber indirekt, ja, deswegen, wie Adam Smith sagt, weil die Leute eben ihren eigenen Profit anstreben, hat das Gesamtsystem positive Effekte produziert. Es hat eine Menge negativer Effekte auch produziert. Und unsere Herausforderung wäre, aus diesem Dilemma auszubrechen. Und dieses Ausbrechen meiner Meinung nach erfordert größere politische Gestaltungsräume, also diese ganze Fragen nach, wie gestaltet man den technologischen Prozess, die technologische Entwicklung, all das schreit ja danach, dass es politische Gestaltung gibt, die das als Vorgaben macht, was wir politisch auch erreichen wollen, und diese politische Weichenstellung erfolgen nicht wiederum, weil andere das nicht wollen. Daher müssen wir an irgendeinem Punkt ansetzen, und diese Ansätze sind im Buch vielfach auch beschrieben, und gleichzeitig, daher ist dann das wieder, was von der Seite eingefordert wurde, auch Machtverhältnisse radikal verändern. Und das heißt, nicht so sehr zu schauen, wie sehr Konzerne dazu angeregt werden können, irgendwas zu tun, sondern wo man Konzernen auch Grenzen setzen muss, dass in bestimmte Dinge nicht gehen, oder Handlungsspielräume von Konzernen geringer werden. Gut, Tim, jetzt musst du noch mal alles tun, um zu überzeugen, dass man den Update kaufen soll. Erstens, dann möchte ich wirklich ganz massiv aufgreifen, was Sie gesagt haben. Ich weiß jetzt Ihren Namen nicht mehr. Für mich, ich gehe jetzt mal eine Sekunde raus aus der Moderation. Klar muss doch sein, wenn wir Ökonomie neu denken müssen, unter den jetzigen Bedingungen, planetare Grenzen und so weiter und sozialer Ungleichheit, dann müssen wir das ganz bestimmt auch tun, weil die ökonomische Theorie, Andreas hat es ja gesagt, komplett die Reproduktionsarbeit nie mitdenkt, draußen lässt, marginalisiert
unbezahlte Arbeit als gesellschaftliches Asset mehrheitlich der Frauen einfach mitnimmt. Und deswegen ist es auch zum Teil ärgerlich, muss ich sagen, dass das, was feministische Ökonomie zu diesem Thema erarbeitet, leider nicht, zum Teil auch nicht von den linken Theoretikern aufgenommen wird. Das möchte ich doch auch gerne bitte, dass es sich ändert und bin gespannt darauf, was du an deinem Institut dazu machst, lieber Tim. Es sind so viele Fragen gewesen und so viel Stoff. Vielleicht sage ich erst was zu Großbritannien und der Brexit. Das haben wir ja, das sagen wir ja, das ist genau das Ding. Aber leider haben wir jetzt eine Wirtschaft, die den Bach runtergeht und überhaupt keine Freunde. Also schwierig. Wir haben also vielleicht den Nachteil des First Movers. Aber die legitime Frage ist ja doch, natürlich ist das schwierig, wenn ein Nationalstaat etwas tut, aber es gibt ja immer noch Plätze, wo man Veränderungen bewirken kann. Und das geht auch auf die Frage ein, wer sind wir? Es gibt Länder, die Veränderungen vornehmen, die haben mehr finanzielle Stabilität, zum Beispiel Japan. Die haben irgendwo kein Wachstum und hier haben sie eine Art von Wirtschaft und eine gewisse Struktur. Und dort gibt es, es gibt aber auch Regionen, wo die Pflege, die Economy of Care, sowieso viel höher gewertet wird. Skandinavien beispielsweise, da gibt es auch eine andere Kultur. Und da wird auch klar gemacht, dass die Arbeit der Frauen in diesen Bereichen auch entsprechend zu vergüten ist. Und dort wird auch dem Mann mehr Raum eingeräumt, um sich einzubringen in diesen Bereichen. Also es gibt Kulturen, zum Beispiel auch Ecuador, was ja angeklungen ist, als ich irgendwo habe ich einen Brief bekommen von jemand aus Südafrika, der hat gesagt, das ist das Konzept der Ubuntu, das ist das Kulturkonzept der Ubuntu, das kennen wir schon seit Anfang an. Mein Wohlstand hängt von ihrem Wohlstand ab. Also dieser Gedanke des gemeinsamen gutes Wohlstand, das liegt in manchen Kulturen geborgen. Es gibt Orte, wo Regionen, wo Regierungen schon die Dinge anders angegangen sind, wo Modelle für Veränderungen da sind. Etwas zu den großen in transnationalen Gesellschaften. Adam Smith hat ja gesagt, das ist das Selbstinteresse vom Fleischer bis zum Bäcker, dass wir nämlich hier sozial besser leben. Er hat aber nicht gesagt, dass das, er hat aber damit nicht sagen wollen, es ist die Selbstsucht. Er hat nämlich auch sagen wollen, es gibt soziale Solidarität und wir denken darüber nach, wie andere uns sehen. Und das ist ein kritischer Moderator. Das hält uns davon ab, die Leute exzessiv auszubeuten, alles auszuflattern und auszunutzen. Und er hat auch gesagt, Zusammenarbeit, Solidarität, sozialer Zusammenhalt, halt ist die Grenze des Wettbewerbs. Da geht es aber natürlich auch um die großen Firmen, die transnationalen, die arbeiten nicht im Sinne des Gemeinwohls. Und sie zu stoppen, geht nur über die große Regierung. Und das ist irgendwie ein Teil auch von Adam Smiths politischer Philosophie. Er hat auch gesagt, wenn man große, akkumulierte Macht hat, dann kann man sie nur stoppen, indem man hier eine starke Regierungsmacht hat, die eingreift. Das bedeutet nicht, dass man nicht innerhalb dieser großen Unternehmen arbeiten kann. Dort gibt es auch klare, visionäre Menschen, die überzeugt werden können, die
es sich lohnt, einfach zu engagieren, mit ihnen umzugehen. Und das ist sowieso meine Philosophie. Es gibt Leute überall, die ihre Visionen haben, die mit denen man arbeiten sollte. Es gibt auch in der Wirtschaft, in den großen Firmen, Leute, die durchaus die Probleme sehen und aus dem eigenen Instinkt heraus erkennen, dass sich die Dinge verändern müssen. Nicht alle sind sozial motiviert, immer und überall. Aber es gibt diese Menschen und deswegen muss unsere Strategie des Engagements irgendwo auch Maß halten mit unserer Strategie der Konfrontation an den Stellen, wo Dinge missbraucht werden. Die Dynamik, die wir jetzt sehen, ist der Anfang vom Ende des Wachstumspotenzials, das auch damit seinen Ausgang, seinen Anfang fand, indem Energie genutzt wurde, um Arbeitskraft auszubeuten. Und die Ressourcenseite der gesamten Gleichung ist jetzt so wichtig geworden, dass sich das schon auf die Regierung auswirkt. Denn natürlich gibt es Regierungen, die jetzt die Energiefrage diskutieren. Die wissen, dass das Modell nicht so weiterlaufen kann. Man diskutiert auch dort, ob es das Ende des Wachstums ist, ob es jetzt eine Abwärtsspirale gibt, auch in der Frage der Substitution der Energie. Das sind die leichteren Fragen gewesen, aber es gibt auch noch die schwierigeren. Und wenn ich noch die Zeit dazu habe, würde ich ganz kurz diese Fragen auch noch ansprechen wollen. Die Frage kam ja, wer sind wir? Und das ist durchaus eine wichtige Frage. Ich habe im Buch ja ausführlich darüber gesprochen, dass wir unterschiedliche Veränderungen brauchen. Und Sie haben mich gefragt, was ist neu an meinem Buch? Ich habe versucht, ganz spezifisch darauf einzugehen, die Aspekte zu benennen, die wir brauchen, um eine neue Wirtschaft zu schaffen. Wir wissen, wir brauchen die Entkopplung. Wir wissen, das Wachstumsdilemma ist da. Wir haben Machtgleichgewichte. Und ich versuche, trotz dieser Situation darüber zu reden, wie können wir eine neue Grundlage schaffen. Und vier Grundlagen benenne ich dann: Unternehmertum, Arbeit, Investition und Geld und das Geldsystem als solches, das zu verändern sein wird. Das sind Elemente geworden, die destruktiv geworden sind, aber sie sind insgesamt für die Wirtschaft von morgen wichtige Grundlagen. Und hier erkläre ich spezifisch meine Vision, Beispiele und die Strategie, wie man diese Transformation erreichen kann. Zunächst einmal Unternehmertum nicht zu sehen als einfach irgendwo profitgenerierendes System, wo Menschen ausgebeutet werden. Es geht um Menschen, um Schaffung von Werten. Und wenn man dieses Konzept des Unternehmertums zugrunde legt, dann kommt man auch auf die Frage, die die Frau hier vorne gestellt haben, die Frage der Produktion und Reproduktion und der Pflegearbeit, der Gesundheit, der Bildung, der Partizipation. Das sind diejenigen Orte, die so wichtig sind. Und wo man Beschäftigungspotenzial hat, wo es auch die Möglichkeit gibt, dass die Menschen, die in diesen Sektoren arbeiten, auch Belohnung erfahren. Ganz wichtig, dass wir über diese Dienstleistungen nachdenken. Und ich meine, alle Fragen kann ich sicher nicht beantworten, aber wir haben jetzt noch ein paar Fragen hier drüben. Drei, das ist ja perfekt. Dann bitte die Lady hinter Ihnen, die dann hier in der Mitte und hier vorne. Ja. Ina Kreische, Berliner Bürgerin. Ich habe als erstes eine Frage an den Andreas. Entschuldigung, dass ich duze, aber ich weiß den Nachnamen nicht. Novi. Okay, Novi. Okay. Und zwar, Sie hatten in Ihrem Beitrag davon gesprochen, also soziale Transformation und das rote Wiener Modell,
das dort vorgesehen war, oder das habe ich vielleicht nicht so ganz verstanden, also dass die Arbeiterlöhne nicht steigen oder steigen sollten. Also tut mir leid, da hat sich bei mir gleich die absolut kritische Frage gestellt, warum denkt man an das Nichtsteigen der Arbeiterlöhne, während man im Prinzip die also grenzenlosen, ich sag's mal so, Gewinne der Unternehmer also nicht heranzieht, also in der Argumentation. Kann man schnell aufklären. Er hat von den 30er Jahren gesprochen, als es keine Reallohnzuwächse gab. Ja, das war eine Tatsache. Okay. Ja, und daraufhin haben Menschen Genossenschaften gegründet und sich diese soziale Infrastruktur organisiert. Okay. Dann habe ich nur noch eine Anmerkung. Bei der aktuellen Situation bitte ich also nicht nur Care-Arbeit hinzuzuziehen oder in der Betrachtung hinzuzuziehen, sondern die Industriestaaten als Nachfolge der Kolonialmächte beuten also im Prinzip auf dortige Einwohner also rücksichtslos, also Bodenschätze aus, Flüchtlingsthema aus ökonomischen Gründen und Klimagründen, kennen wir auch alle. Und als letztes noch, also nicht zu vergessen, die Beschädigung der Artenvielfalt, die ich als Lebensgrundlage noch viel wichtiger als das Klimathema finde. Danke. Okay, danke schön. Es war hier in der Mitte noch jemand, ja? In der Mitte. Und dann Sie. Ich bin Pia, ich bin auch Studentin und meine Frage schließt sich so ein bisschen an die Debatten um die Grenzen des kapitalistischen Systems so ein bisschen an, aber auch an das, was Andreas vorhin erwähnt hatte, was Konkurrenz irgendwie angeht innerhalb dieses Systems und auch genau dieser diesen Produktionszwang. Also ich glaube einfach, weil es noch nicht aufgekommen ist, die Frage des bedingungslosen Grundeinkommens. Ich bin keine eingefleischte Befürworterin, wie das manchmal so auf Veranstaltungen erscheint. Aber genau, ich wäge halt einfach Argumente dafür und dagegen ab. Aus meiner Sicht würde es auch nur auf globaler Ebene wirklich Sinn machen, aber ich wollte euch einfach mal auf konzeptioneller Ebene vielleicht einfach fragen, was das halt verändern könnte vielleicht daran, dass man ja einfach wieder solidarischer und nicht konkurrenzhaft miteinander umgehen könnte und genau, was es halt auch für den Markt einfach für eine Veränderung bedeuten würde, dass Menschen halt nicht darauf angewiesen sind, zu produzieren quasi und sinnentleerte Arbeit manchmal nachzugehen. Mhm. Genau. Ja, danke schön. Jetzt eine letzte Frage. Meine Frage ist, Sie haben über Wachstum gesprochen, aber Sie haben vermisst, ich habe vermisst, die Bevölkerungswachstum meint der Verfasser dieses Buch, dass Wohlstand ohne Bevölkerungswachstum, also null Wachstum der Bevölkerung, oder wie ist das? Wie meint er das? Nicht? Okay. Ja, jetzt haben wir nochmal drei Fragen und ich würde gerne euch beide dann jeweils bitten, das auch die Fragen zu beantworten oder nochmal auch zu kommentieren, wenn ihr wollt. Und dann vielleicht einfach auch einen letzten Satz, der euch noch auf den Nägeln brennt, weil wir kommen zum Ende dieser hübschen Veranstaltung. Okay, vielen Dank. Lino Zedius, ich bin Ökonom und Aktivist und ich habe eine Frage zum Geldsystem. Sie hatten ja am Anfang ja auch das Dilemma beschrieben von Wachstum oder Stagnation, Rezession, meine ich. Und ich glaube, dass ein großes Problem halt das Geldsystem ist, genauer gesagt die Frage, wie Geld entsteht, nämlich in der Regel eben als Bankkredit, der verzinst werden muss. Und bin ein großer Fan von der Vollgeldreform, also der Idee, die Geldschöpfung wieder zu verstaatlichen. Und mich würde sehr interessieren, wie zentral Sie die Rolle des Geldsystems sehen auf dem Weg in eine andere Gesellschaft und insbesondere, wie Sie zur Vollgeldreform stehen. Ja, schön. Nochmal eine
wichtige Frage, die wird ja auch im Buch tatsächlich adressiert. Eine der Updates war ja nach 2009 erst recht nochmal die Finanzkrise und was sie für Wirkungen hat und was sie uns hindert, um zu Wohlstand zu kommen. Andreas, go ahead. Also zum Geld wird ja Tim dann auch noch mehr sagen. Ja, ich halte das für ganz wichtig. Man kann über dieses Modell auch diskutieren. Die Tatsache ist, dass wir von dem so unglaublich weit entfernt sind, dass eben Geld privat produziert wird auf nämlich auch schon jenseits des Bankensystems, und das wieder einzufangen, das ganze Schattenbankensystem und so weiter, ist, glaube ich, ein erster Schritt, bevor man über viele andere Dinge auch reden kann. Nur in aller Kürze dazu, ich möchte mein Schlusswort rund um das bedingungslose Grundeinkommen ranken, weil ich an dem noch einmal auch aufzeigen kann, ganz viele Aspekte, weswegen ich glaube, dass das nicht der utopische Wurf ist, für den es manche halten. Der Punkt, es gibt eine Menge, und die Kollegin ist wieder da, über die Care-Arbeit. Es gibt ja in Österreich zwei große Experimente der Geldtransfers für große Bevölkerungsgruppen. Das ist zwar nicht bedingungslos, aber für alle die Menschen, die Behinderungen haben, gibt es ein Pflegegeld. Für alle Menschen, die Kinder haben, gibt es ein Grundeinkommen als Kindergeld. Ja. Bei beiden Maßnahmen sieht man, das ist ziemlich substanziell. Beim Pflegegeld hängt es davon ab, wie hoch die Behinderung ist, und beim Kindergeld sind es von 600-700 Euro angefangen, bis das ist dann einkommensabhängig. Also es ist relativ viel, ja, und steht allen zu. In beiden Fällen sieht man, und das ist für den Reproduktionsaspekt ganz entscheidend, es reproduziert Geschlechterverhältnisse. In beiden Fällen ist es ganz, ganz klar, bei der Pflege sind es die migrantischen Frauen und die Schwiegertochter, und im Falle des Kindergelds sind es die Mütter, und das führt dazu, dass eben in Österreich Männer 40 Stunden, Frauen 20 Stunden arbeiten. Das ist ganz, und es verfestigen sich Geschlechterrollen, wenn man Geldtransfers organisiert. Wenn man das skandinavische Modell, das hier als positives angeführt wird, hernimmt und Infrastrukturen aufbaut, dann hat man die Möglichkeit, über Kinderbetreuungseinrichtungen im Fall des Pflegegelds, über öffentliche Pflegeangebote, ein Modell zu schaffen, das verallgemeinerbar ist und wo die Geschlechterverhältnisse nicht vollkommene Gleichstellung, aber ein massiver Schritt in das Aufbrechen traditioneller Geschlechterrollen gibt. Daher glaube ich, dass auch unter dem Gesichtspunkt, das habe ich vorher nicht gesagt, der ganzen Reproduktionsarbeit, dieser Fokus auf Institutionen und Infrastrukturen ein großes Potenzial hat, das gute Leben anders zu denken. Auch weg von dieser Idee und Fixierung auf Geldtransfers, und das bedingungslose Grundeinkommen ist ja auch nur eine Variante von Geldtransfer. Ich will es dabei belassen. Ja. Danke schön. Tim, last remarks? Answering. Letzte Bemerkung, Fragen beantworten, neue Themen aufwerfen. Nein, ich denke, es ist Zeit, dass wir wirklich über die Makroökonomie sprechen sollten, weil ich weiß, dass Sie das alle gut finden. Und es war wirklich ein langer Tag. Aber es ist Teil der Herausforderung, vor der wir stehen. Die neuen Teile des Buchs, in denen ich über die Unternehmen spreche, Unternehmensdienstleistungen, die Arbeit als Teilhabe. Das ist ein wichtiges Element von Wohlstand, das es uns ermöglicht, teilzuhaben und bis zu einem gewissen Grad auch selbstbestimmt zu sein. Investitionen nicht als eine Art von Casino spielen, wo die öffentlichen Märkte zusammenbrechen
und über Jahrzehnte Probleme bereiten, sondern Investitionen als eine Verpflichtung gegenüber der Zukunft. Das sind wirklich die Fragen, die ich versucht habe herauszustellen. Und Geld, ja, nicht als Form der Dominanz und der Macht, sondern als soziales Gut und Wert. Und dieses Geldsystem ist wirklich sehr ungerecht, ungleich, hat zu großer Instabilität geführt und kann nicht die Basis für zukünftigen Wohlstand sein. Also ich begrüße diese Anmerkungen wirklich sehr über das Geldsystem. Das ist auch Teil des Buches. Leider wird es natürlich niemals insgesamt genug sein, die Dinge nur anzusprechen und auf den Tisch zu legen. Genauso wenig wie die wunderbaren Beispiele, die bereits genannt wurden, also das Rote Wien beispielsweise, also Beispiele, über die wir heute Abend in vielerlei Hinsicht gesprochen haben, auch kleine oder auch größere soziale Experimente, auch das Grundeinkommen wird niemals ausreichen. Also ich habe in diesem Bereich ein wenig Forschung durchgeführt und das, was ich festgestellt habe aus makroökonomischer Sicht, ist, dass es nur bis zu einem gewissen Grad einen Fortschritt machen lässt in diesem Bereich. Also die ganze Geschichte, dass wir Wachstum für Stabilität brauchen, ist absolut falsch. Und diese wachstumsbasierte Vision hat zu Instabilität geführt und unterminiert die Integrität des Finanzmarktes. Und es hat dazu geführt, dass die Öffentlichkeit über Jahrzehnte dafür bezahlen müssen, die Privatisierung des Nutzens und die Sozialisierung der Verluste ist die Geschichte des Kapitalismus des vergangenen Jahrhunderts oder sogar noch länger. Und wir müssen eine Volkswirtschaft aufbauen, die besser als das ist. Das wirklich Überraschende ist, dass wir jetzt entdecken, durch die Makroökonomie der Postwachstumswirtschaft, dass wir hier eine stabilere Volkswirtschaft erreichen, wenn wir weniger Wachstum haben. Und das bringt einen wirklichen Nutzen, wenn die Bedingungen stimmen. Einen wirklichen Nutzen in Bezug auf die Verringerung der Ungleichheit, der Ungerechtigkeit, in Bezug auf die Verringerung der Instabilität und dass wir die Arbeit schaffen können, die wir haben wollen und den Schaden für den Planeten reduzieren. Also was ich Ihnen jetzt sage, ist, dass es eine Wirtschaft der Hoffnung gibt, eine Makroökonomie der Hoffnung. Die Grundlage des Wortes Prosperity ist die Idee der Hoffnung und die Hoffnung, also für diese Hoffnung zu arbeiten, ist wirklich wert. Und ich kann hier keine dritte Ausgabe versprechen, aber ich freue mich natürlich, zu einem Update noch einmal herzukommen. Also ich möchte Ihnen allen danken dafür, dass Sie diese Anstrengung unterstützen und diese Forderung unterstützen und auch diesen Sinn der Hoffnung, Sinn für Hoffnung, also dass wir eine Volkswirtschaft schaffen können, die für alle gut ist und ein lebenswertes Leben schafft. Herzlichen Dank. Erstmal nochmal ganz, ganz herzlichen Dank an Andreas und Tim für einen Abend, der hoffentlich inspirierend war, der Ideen gebracht hat, der einen zum Nachdenken stimmt. Das wollen wir. Das Buch gibt es übrigens draußen zu kaufen. Können Sie gerne machen und dann vieles nachlesen. Ich möchte jetzt aber auch noch ein paar Menschen danken, die geholfen haben, dass diese Abendveranstaltung so gelaufen ist, wie sie gelaufen ist. Das ist das Tagungsbüro, die Technik, unsere Übersetzerinnen. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Und ich möchte Sie nun einladen zu kleinen Snacks und kalten Getränken. Und wir sind hier auch noch rund um Sie herum. Andreas und Tim sind noch da. Nutzen Sie diese Gelegenheit für einen schönen Sommerabend und alles, alles Gute und großes Dankeschön an Sie. Herzlichen Dank. Applaus